chart a course, the unstoppable force, pay a horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. In der letzten Folge. Ja. Eine gute Frage. Andere Frage, wo ist eigentlich Flo Mitze? Achso, keine Ahnung, ich denke mal, die ist noch arbeiten, die wird schon noch irgendwann kommen. Wieso? Wir können nicht immer warten, das steht nicht im Vertrag. Ah, ich verstehe, YouTube haut uns auf die Finger. Wir müssen ja Content produzieren. Ja, das ist nämlich der Grund. Ja, sicher. Unsere sicke Menge an Content, die sonst nicht kommt. Ja. Ja, du willst ja immerhin die Millionen machen, ja? Na, warte mal kurz. Das stimmt. Also, letzte Woche, ich erinnere mich, dass ihr ganz viele Menschen geknechtet habt. Finde ich plausibel. Ja, und es war eigentlich, am Ende hat sich rausgestellt, es ist eigentlich alles für nichts war. Jein. Ah ja, genau, Vergewaltigung, ich erinnere mich. Er hat echt viel vorbereitet. Und bei Xu war kurz noch ein nächtlicher Damenbesuch und da hat er die Wunde gestopft, das weiß ich auch noch. Quasi den Spalt. Und ansonsten war aber nichts, oder? Ja, wir haben halt hart Info. Wir wollten uns noch, glaube ich, einmal Info machen, glaube ich. Ja, dazu kommen wir gleich. Na, was euer bisheriger Plan war. Wir jagen alles. Ihr habt ja schon die Hälfte gepackt. Denkt dran, Panzerung nur bis 6. Ihr habt ja hier die Verkleidung fertig. Ihr habt ähnliche Gesichter vorbereitet wie von den Dudettes, die ihr schon gekillt habt. Bis auf einen. Und ihr habt ihren Chips. So. Und dann war jetzt der Plan, wir rennen jetzt zu eben, der ein bisschen mehr zu melden hat, machen das gleiche mit dem. Ah nee, ihr wolltet 3 von der Sorte, genau. Ihr wolltet 3 von der Sorte, sich euch deren Chips holen, deren Gesichter anfertigen und direkt danach Attacke, Attacke. Das war bisher der Plan, oder? Ungefähr. Gut, dann viel Spaß und bleibt geil. Okay. So, Leute. Hier, Jojo muss, keine Ahnung, scheißen. Den ganzen Tag. Ihr seid auch übrigens, ihr seid noch nicht sehr lange da dran, ne? Ist alles noch safe. Ich glaube 2-3 Tage oder so ein Shit, ist echt nix. Oh, guck mal, ein Penis für dich. Euer Plan lässt immer noch eine Sache außer Acht. Und ihr werdet euch sicherlich nochmal die Bilder von Drohnen und so reinziehen. Und zwar folgendes. Ihr hattet das auch die beiden anderen befragt, aber keine Antwort erhalten. Haben die angebaut? Nö. Du meinst wegen dem Schwengel? Nee, wegen der 23. Nee, die war da schon immer. Wirklich? Ja, die ist ja sogar in der Kackliste drin. Abfüllanlagen und Verpackungsanlagen. Doch, ja. Die war bloß so fucking irrelevant. Und zwar, die Leute haben alle eine scheiß Chipkarte, ne? Und keiner benutzt die und trotzdem gehen immer die Türen auf. Was könnte das bedeuten? RFID. Oder Gesichtserkennung. Zum Beispiel, was wäre, wenn sie eine Gesichtserkennung hätten? Schlecht. Dann hätten wir Stuffer Shake all over again, sag ich mal. Dann kommt ihr nämlich da an und dann ist der Alarm. Dann schweißen wir uns durch die Tür.
Ja, okay. Dem mehr von noch in der Tür. Ja. Dann schmeißen wir uns doch noch eine weitere Tür durch. Okay. Und danach sind wir tot. Ja. Und wir bekommen eine gute Beerdigung, vielleicht, wenn wir Glück haben. Nein. Ah, na gut, okay, das sollten wir vielleicht nochmal investieren. Du warst abgehakt. Ihr wollt das was in Investigieren. investigieren? Ah ja. Ich meine ja nur, der Plan ist ja nicht schlecht, aber es wäre echt blöd, wenn er an der Tür steht und dann plötzlich die rote Lampe und das Martinshorn oder so, was auch immer die da haben. Wir haben hier Fotos von diesem Sicherheitstypen, oder? Vom Es hat sich Chef. doch erst alles verändert, nachdem der gekommen ist. Ja, das stimmt. Könnte man den irgendwie suchen, nur durch sein Bild, oder braucht man da schon Namen? Bin mir nicht sicher, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ihr könnt das auf jeden Fall schon mal probieren, ja. Okay. Super, leeres Dokument. Ich hätte nur einen Erfolg bei Computer und Logik. Genau. Also, Versuch. den gibt's nicht. Der hat nie existiert. Naja, so ein hochprofessioneller Sicherheitschef wie der hat offenbar nicht so viel Infos in der Matrix. Ein Erfolg, na gut, warte. Okay. Der Ausbildungsort war so ein, keine Ahnung, 8 Wochenenden-Trainingsprogramm. Das ist die gesamte Ausbildung, die er hat. Der war vorher eher so ein Filialmanager von so einer kleinen, wie nennt man das? Verpackungsfirma von Rabutnik. Die Größenordnung von der Verpackungsfirma, die war hier anderthalb Gebäude, also nischt, ne? Echt klein auch. Also, wir wissen, bei welchem Programm er war, sozusagen. Ja, wo er sich hat zum Sicherheitsführer ausbilden lassen. Diese 8 Wochen oder 10 Wochen, was ich ja gesagt hatte, da lernst du gar nicht genug übrigens. Da bist du danach übrigens eigentlich, das ist so ein Schnellprogramm für, wir brauchen dringend Leute. Das kann man ja auch machen. Aber die setzt man dann eigentlich nicht in so eine Anlage. Mehr habt ihr aber nicht zu dem gefunden. Okay, dann suche ich erstmal über das Programm, was er da alles gelernt hat. Ich sag mal so, wenn du das Programm durchliest, dann scheint das, als wäre das die solideste Ausbildung aller Zeiten. Also hier, Sicherheitskommunikation, Überblick über Katastrophenszenarien, Überblick über Sicherheitstechnik, Kooperation, Verwaltung und Sicherheitsdings und so Okay. weiter. Das würde natürlich in 8 Wochen, Wochenendseminare, ich habe mich jetzt auf 8 geeinigt, mit mir würde das vielleicht gar nicht reinpassen. Plus, natürlich hast du da auch ein Kampftraining drin. Und du hast auch, damit du da teilnehmen darfst, natürlich einen Sporttest zu absolvieren. Ich sag mal, von dem, was man da liest, hätte der den eigentlich nicht bestanden. Okay. So wie der sich liest, hätte Kaban sich schon fast dafür anstrengen müssen. Also bedeutet es sozusagen, er war niemals bei diesem Zeug da. Wurde was anderes ausgebildet. Das ist eine Möglichkeit. Okay, was ist denn mit dem alten Sicherheitsmanager passiert? Finde ich was über den? Was hat denn der verbockt? Naja, oder die haben halt den Text so hochqualifiziert geschrieben, dass quasi das super geil aussieht. Der alte Sicherheitsmanager werdet ihr natürlich mit einem Erfolg Folgendes finden. Der war ein ganz schöner Wichser. Gute Info. Na, der war unfreundlich. Offenbar. Mehr gibt's nicht. Aber ziemlich unfreundlich. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Nee, wir sind nicht so gut. Wir können natürlich jemanden fragen, der jemanden kennt, aber da müssen wir den umbringen.
Bin ich keinen Bock drauf. Ja. Solange Jojo nicht dabei ist, gibt's sogar noch eine andere Möglichkeit. Wir bringen ihn nicht um. Ja, das ist die eine Hälfte. Und die andere, erinnerst du dich noch beim ersten Run, da musstet ihr dann die Enetussi verhören und da hat der Aztec sicher, als tut euch danach gesagt, und dann spritzt ihr das hier und dann ist alles cool und du sagst, nein, das machst du aber nicht, Kaba. Und du sagtest, nee, mach ich nicht. Oh, jetzt ist mir die Spritze einfach in den Oberschenkel gefallen. Das ist aber ärgerlich. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist nicht ganz billig, das Zeug, aber ihr habt ja dieses Geld bekommen. Das ist richtig. Wo kriege ich denn dieses Zeug her? Warte. Zwiebel vielleicht? Also ich meine, das ist die einzige Chemikalientante, die ihr kennt. Was für ein Zeug geht's jetzt nochmal genau? Laes. Das gute alte Vergessenszeug. Das die letzten 8 Stunden deines Lebens ausradiert. Okay. Dann gehe ich doch mal telefonieren. Das Problem ist nur, dass die Brennerei quasi abgefackelt wurde. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie noch erreiche. Na, du hast ja nicht nur ihre Brennereinummer. Nope. Du weißt doch sogar, wo die ihren Pseudo-Büro-Arbeitsdings hatte. Ja. La Cucaracha? Pestizidzeug, du weißt schon. Ja, das weiß ich, aber ich würde ungern, jetzt nachdem die Brennerei abgefackelt ist, privat bei ihr auftauchen, weißt du? Achso, na, du kannst ja über das Geschäft anrufen. Und gucken, was passiert, keine Ahnung. Das ist halt ihre Tarnstory, das ist so, das möchte man ungern verbrennen von jemandem. Ich mache mir da wirklich sogar Gedanken über solche Sachen. Schlimm. Ja, aber wäre ja nicht zwingend erforderlich, dass du die verbrennst, oder? Nee. Aber wenn da so ein bekannter Gänger anruft, ist das schon mal schlecht. Ja gut, du bist ein bekannter Frischling. Genau. Und Saufwettbewerbverlierer. Und Saufwettbewerbverlierer, ja, das stimmt. Ja gut, ich rufe von einem Münztelefon, aber gibt es was noch? Von einmal Comlink, das passt ja auch. Ich wollte gerade sagen, nennen wir mal heute 5 Münztelefonorte. Hey, es gibt noch ein paar bei meinem Hinterwäldlerkaff. Ja Nähe. Gut, aber du hast ja schon korrekt gesagt, Hinterwäldlerkaff. Ich wüsste also auch noch eins, obwohl das kaputt ist momentan, weil die es in die Luft gejagt haben. Mhm. Das gute alte Gummiboot, oder was? Silvesterknaller. In Spezialversion. Das Ding hat sich völlig zerlegt. Und zwar wirklich völlig. Das klingt legal. Nie. Ach so. Na, auf jeden Fall rufe ich von einem Einweg-Comlink dort an. In der Firma oder bei ihr privat? Na, wenn ich hier ihre Privatnummer habe, dann da privat. Ach so, na okay. Hallo. Hallo. Ach, du bist. Genau. Hast du Zeit zu reden? Ja. Dann denkst du, warte mal. Ja, dürfte gehen. Jetzt oder wollen wir uns gut treffen? Ach so, je nachdem, worum es geht, können wir das auch am Telefon klären. Ich würde etwas käuflich erwerben wollen, was, Also, ja, da geht das natürlich nicht. Ja, warte, Siehst du? Ja, das weiß ich ja nicht. Da ist so ein, Nee, da nicht. Da ist so ein Sportausstatter. Sportausstatter, okay. Ja, nee, wir machen das einfach in der Mall bei dem Evo-Ding dort. Okay. Ich brauche eh neue Schuhe. Da gibt's einen ziemlich coolen Laden. Ja, den Metall da, na klar. Sport.
Das ist Die cool. Bergsteigerstiefel sind einfach die besten Arbeitsschuhstiefel, die ich bisher gesehen habe, vor allem für den Preis. Und sie sind halt Ja, das Zwerg stimmt. angepasst mit genau der richtigen Fußform. Und die Beratung ist super. Die Beratung ist nämlich der übelste Shit. 2 Stunden. Ja, das krieg ich hin. Bringen Monetos mit, und zwar richtig viele. Jawohl, Monetos. Das klingt gut. Bis dann. Jo, bis dann. Piep. Gut. Dann mache ich mich mal auf den Weg, würde ich sagen. Ich brauche wahrscheinlich mit den ganzen Straßensperren und so weiter, brauche ich sowieso wahrscheinlich sogar 1,5 Stunden, oder? Warten jetzt zuletzt. Ganggebäude. Drei Viertel. Na gut. Dann habe ich ja noch ein bisschen. Das stimmt. Ich fahre ja nicht mit, oder? Nee, ich würde dich nicht mitnehmen. Nee. Okay, dann würde ich mal gucken, wie weit bis jetzt mein Bild ist. Hä? Informationen über die Worifon-Figur. Falls du dich noch erinnerst. Alter, das ist heute. Ja. Nee, das ist nicht heute. Och, Gott sei Dank. Puh. Glück gehabt, oder? Nee, das wusste ich doch alles. Von Baby Matters hast du das mal gefragt. Das ist gerade eigentlich das Problem. Das war... Ach, der Ex-Dude, ne? Ja, genau. Ja, okay, gut. Ja, gut, okay. Dann ist ja sogar alles safe. Gut, das sind in den nächsten Tagen soweit. Okay. Gut. Kaban. Ja. Bist da. Bin da. Sie kommt da raus mit 3 dicken Einkaufstüten. Super. Ja, Mahlzeit, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Nee, das ist total merkwürdig. Überall verkaufen die Leute nichts mehr, weil jeder irgendwie, weiß ich nicht, denkt, die Welt geht unter, nur weil es mal wieder irgendwie ein paar Leute sich über den Haufen schießen. Aber wenn ich hier gucke, die ganzen Leute kommen immer mit 10.000 Polohemden raus. Brauchst du ein Polohemd? Nee, gerade nicht, danke. Sie wirft dir ein Polohemd zu, es ist ungefähr in deiner Größe. Wieso hast du ein Polohemd, was in meiner Größe ist? Grob. Frag mich nicht, er hat so viel geredet und es klang so klug. Ich glaube, das ist ein Adept oder ein Magier. Ja, die können deine Gedanken manipulieren, ich sag's dir immer wieder. Ja, ist ja auch so. Warum soll ich sonst so einen Scheiß kaufen? Jetzt zieh das Gefälligste an, du Wichser. Ja, mach ich. Demnächst. Ja, du bist doch so ein Proll, das passt voll gut. Guck mich kurz um, wie viele Frauen sind denn an? Wie Frauen da sind? Na, keine Ahnung. Ein bisschen weniger als Männer. Na, ärgerlich. Die Frauenquote ist ja viel zu gering. Sag ich auch so, also die Frauenquote ist einfach viel zu gering. Das ist, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, aber wenn die eine dabei ist. Da gibt's doch zu, du willst es selber nur sehen. Ich mach da mein Hemd auf und zieh mal das Polohemd an, mal gucken. Hübsch. Steht dir wie. Also was wolltest du jetzt? Neben diesem unwahrscheinlich tollen Polohemd. Danke übrigens. Das zwickt ein bisschen, ja. Ich glaube, ich sollte mal weniger Sport machen. Wollte ich gerne etwas von dir erwerben. Warte mal ganz kurz. Habt ihr das auch alle mitbekommen? Der Typ, der hat Muskeln, weil er viel trainiert. Das wollt ihr doch noch mal allen sagen. Ich hoffe, jeder hat das jetzt bemerkt. So, und jetzt schreibst du mir das am besten auf den Zettel. Nobody cares. Das habe ich mir vorher nicht so gut überlegt. Ja. Aber du hast mich dazu gezwungen. Oh, ich muss mal wieder weniger Sport machen. Mein dicker, fetter Bizeps, der passt überhaupt nicht mehr in meine normalen Klamotten. Oh, gucken die an. Oh, explodiert gleich. Du wolltest mich nackt sehen. Also gut, dieser Zettel also.
Ja, dieser Zettel. Dieser Zettel beinhaltet Informationen, die du lesen solltest. Ja, dann gib dir mal her jetzt. Ja, ich gebe ihn dir. Boah, wie viel? Ein oder zwei Dosen. Vielleicht drei. Schon mal benutzt? Yep. Also wenn du dafür sorgen willst, dass da keine bleibenden Schäden sind, dann auf jeden Fall nur eine. Ja, das war mir schon klar, weil vielleicht brauche ich ja auch noch den ein oder anderen Patienten. Metatyp? Ist der jetzt heute noch unbekannt, dementsprechend mach mal Mensch und Ork. Also Mensch, Elk und Ork sind ungefähr gleich und Zwerg und Troll sind dann nochmal jeweils ein bisschen anders, okay. Wenn es Zwerg ist, nehme ich halt ein bisschen weniger. Weil du das dosieren kannst, oder was? Komm nur drei Viertel rein, war schon. Aha, also. Obwohl, ich habe gehört, ich vertrag relativ viel, also eigentlich von der Dosis. Du gibst also schon mal einem Menschen und einem Zwerg, da gibst du dem Zwerg ein bisschen mehr. Ja. So, wäre doch besser. Deswegen, also wirst du das schon mal nicht dosieren. Gut. Okay. Drei für jeweils die drei Grundtypen, ja? Mhm. Dieses viele Geld, von dem wir gesprochen hatten. Mhm. Anderthalb Anzahlung. Und dann nochmal so viel, wenn ich das hab. Jupp. Ich reiche den Kratzig rüber. Wenn's schnell geht, macht mir nichts aus. Aber ich habe jetzt nicht so die... Ja, doch, ich habe die alle. Ja, ich habe alle. Na gut, dann nochmal drei, wenn es da ist. Dann kriegst du es übermorgen. Dann erhöhe ich ihre Anzahlung auf drei und gebe ihr das schon mal. Nee, wenn es da ist, dann nochmal drei statt nochmal anderthalb. Ach so, na gut. Obwohl, nee, ich habe mich geirrt, dann doch jetzt schon mal die drei und dann später die anderthalb. Du hast recht. Habe ich mir doch gedacht. Du bist ja ein guter Verhandlungspartner. Wir sollten öfter Geschäfte machen. Lass sie Jojo öfter mal zu Hause. Nein, ich denke einfach mit. Ich würde auch mehr verlangen am Anfang und... Ja. Ich mag dich und ich vertraue dir. Was für ein Trottel. Genau. Okay, ich versuche das ranzukriegen. Das wäre ein Tröpfchen. Willst du es irgendwohin geliefert haben oder wie soll denn das passieren? Ja, hätte ich gerne geliefert ins Ganghaus auf meinen Namen. Oh, nein, das ist eine doofe Idee. Das Problem ist, Jojo macht diesen Scheiß nicht. Außerdem werde ich garantiert nichts ins Ganghaus liefern. Ruf mich einfach an, dann nochmal. Okay, willst du Spritzen dazu? Das wäre super. Beziehungsweise Injectors? Yep, genau die. Judy. Achso, und wie gesagt, Jojo mag das nicht, das muss ich nicht unbedingt erfahren. Dass ich heute ein Polohemd geschenkt habe? Nee, passt, steht hier eh nicht. Kriegen wir alles hin. Was? Also diese Farbe alleine, pink, das ist doch gerade wieder normal und modern. Nee, das betont deinen kleinen Penis. Den hast du noch gar nicht. Also das ist ja eine Farbunterstellung hier. Ich bin immer noch... Verdammt nochmal, ungefähr auf Augenhöhe mit deinem Schwengel. Du bist ein Mittelträger, ne? Ist klar. Schätzelein. Ich kann dir an den Polypen spülen, wenn ich das unten reinschicke bei dir. Welche Polypen meinst du eigentlich? Meinst du die Nasenpolypen? Oder meinst du die Mandeln? Die Mandeln! So! Also, okay. Ja gut, das kann jeder. Ich bin Zwergschlaumeier. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Dann dann Pinguit sie davon. Sehr schön. Doch keine Ahnung, wie die ganzen Körperteile heißen. Ja, du hast schon recht. Das sind ja die Polypen. Das sind bloß die Rachenpolypen. Alles gut, Männer. Du bist klug und hier scheit und außerdem gebildet.
Sehr gut, das wollte ich hören. Sehr gut, jetzt kann ich schlafen gehen. Bis Also, zum nächsten Mal, ihr kleinen Milz Bros. und Milzpoletten. Ja. Na, nur Fersch. Also, machen wir weiter. Ja, ich würde dann zurückfahren. Den Typen können wir damit ausnocken. Das finde ich gut. Wen wollt ihr ausnocken? Also, was ist dein Alle. Plan? Alle. Wir können alle ausnocken. Mit dem Scheiß. Wir stemmen uns jetzt ins Sicherheitsschiff und noch hinaus. Wenn wir ihn dann finden, haben wir. Das ist das Problem. Ja gut, ihr habt nicht in der Matrix gefunden. Wenn ihr sagt, ihr wollt den beschatten, wenn er mal nach Hause geht, dann sage ich euch, habt ihr gemacht, so ist es nicht. Genau, das war so jetzt der nächste Plan. Ich weiß einfach, dass es falsch, dass wir da fehlen werden, übel. Ah, Die das Frage ist, ob Problem ihr das probiert. Das können wir machen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie wir es machen, weil an dem Tag, als wir, wenn wir den Sicherheitschef kaschen und foltern, ohne dass es auffällt, ist nämlich noch das Problem, weil wenn man den foltert, dann bleiben Spuren zurück. Für gewöhnlich. Es sei denn, man macht es richtig, und das wird dann schwierig. Mit einer Ziege meinst du? Und ohne Magier wissen wir auch nicht, ob er lügt oder nicht. Ist egal. Dann können wir einfach so lange weiter, bis er nicht mehr die Wahrheit sagt. Bis er nicht mehr die Wahrheit sagt. So. Dann lassen wir ihm doch alles vergessen. Das finde ich gut. Oder was denkst du? Was? Ja, genau. Genau das ist das Problem. Okay. Nee, dass uns der Plan fehlt. Also ich habe gerade gefragt, was, oder was meinst du dementsprechend? Ja, ich glaube, dafür fehlt uns der Plan, weil der Typ wird halt üble Sicherheitsmaßnahmen um sich rum ergriffen haben. Oder gar keine. Na. Eins von beiden. Ich glaube nicht, dass er so übelste Sicherheitsmaßnahmen hat. Steht etwas besser als der Otto-Normalbürger, aber warum soll er das? Ihm fehlt ja auch die Kohle dafür, um sich ja vollkommen hochzupowern. So, die Frage ist doch eher, in welchem Gebiet wohnt er? Genau. Ob wir es überhaupt versuchen wollen wegen dem Gebiet oder nicht? Spiele, Leute. Das wisst ihr doch nicht. Ja, wir werden ihn jetzt beschatten. Okay, mit einer Drohne oder so. Sowohl als auch. So, ja, da macht er mal ein Teamwork-Probe auf Beachern. Intischen und Schleichen. Und für die Drohne kriegt der zweite Wurf dann nochmal plus zwei. Okay. Wie gut bist du da drin? Ich würde sagen, ich habe Schleichen auf 4. Und Intuition 3, oder? Ja. Dann sind wir gleich. Aber ich würfel momentan scheiße. Dann Dann sind solltest wir. du der Erste sein. Wieso? Wenn er scheiße würfelt. Ich habe jetzt mit meinen 7 Erfolg, mit meinen 7-3 Erfolg. Wenn er scheiße würfelt, dann Ja, ich meine, du kriegst es plus 5, das dürfte gehen. genau. Ach so, weil es ja eine Teamwork-Probe ist. Haha, Also richtig. 12 Würfel. Genau. Easy. Okay. Also, der Dude kommt da irgendwann raus. Uhrzeit ist jetzt völlig irrelevant. Und Bekomme ich noch 2 Würfel auf meinen Wurf, oder? das sind ja die insgesamt plus 5. Ach so, okay. Sorry. Plus 3 von Kaban, plus 12 von der Drohne. Ah ja, klar. Der kommt da raus, quatscht noch kurz mit irgend so ein paar Mitarbeitern, riecht nett und freundlich, ist einfach übelster Daddy. Dann würde er gegenüber auf dem Parkplatz laufen, in seine Kiste steigen, nach Hause fahren. Dann kommt er da raus, hilft Tante Trude, den Einkauf hochzubringen, spielt ein bisschen ungelenk mit 2 Kindern Fußball auf dem Hinterhof für 10 Minuten, macht sich dabei übelst zum Affen, aber die Kinder freuen sich. Dann geht er hoch. Das ist C+. Also Kameras sind instand gesetzt.
Die Polizei braucht bestimmt nur 10 Minuten, bis sie da ist. Die Schlösser sind intakt und vielleicht nicht die beschissensten. Achso, der Typ, wenn der rauskommt, der guckt sich nicht einmal um oder irgend so ein Shit. Das ist ja netter, ne? Also, ja, wenn man schon. Kindern spielt. Gut, ich flieg mal mit der Drohne etwas rum an den Fenstern. Sollte ich das nicht eher machen, aber... Ja, du machst das. Ist ja nicht so, dass ihr beide Drohnen habt. Ja, wer kann das besser als ich? Das stimmt. Er fliegt dann mit der Drohne... Also, der Plan lautet wie folgt, was ich vorhatte. Mit den Drohnen wird er bei den Fenstern vorbeifliegen, um zu gucken, in welcher Wohnung er denn wohnt. Unauffällig. Es muss irgendeine von denen mit den verspiegelten Fenstern sein. Okay, müssen wir schon mal Bescheid. Wie viele sind da so? Alle. Oh, scheiße. Ergibt Sinn. Was für ein Gebiet ist das jetzt nochmal? C+. Achso, ihr habt ja seinen Nachnamen. Scheiße, steht unten am Klingeldings. Unlucky. Vierer Stock. Rechts. Datensuche. Wir haben jetzt einen Nachnamen. Und einen Vornamen. Situation hat sich geändert. Das ist nicht nur der Typ mit Bart. Scheiße. Stimmt. Aber ihr werdet trotzdem nicht mehr rausfinden. Wow. Ich habe eure letzten wöchentlichen Datensuchewürfe beobachtet. Wir würfeln lieber nicht. Ihr hattet jetzt jeweils 0 und 1 Erfolge. Weil ihr weiter würfelt, dann sehe ich schon wieder den Patzer regnen. Er ist der Weihnachtsmann. Ja, das sowas ist da nämlich. Okay. Kommt man da so einfach in das Haus rein, oder? Oder müssen wir schon die Vordertür aufgabeln? Das Gebiet ist ziemlich offen, die Leute sind scheinen einigermaßen unbesorgt. Dort gab es auf jeden Fall keine Worry-Schlechtereien in den letzten mindestens halben Jahr, Dreivierteljahr. Vermutlich kann man sich reinklingeln, wenn man es einigermaßen geschickt macht. Man könnte auch einbrechen, aber muss man sich so einstellen, dass die Kamera einen nicht sieht und das Schloss aufmachen, keine Ahnung. Ist möglich, aber... Nur so eine allgemeine Frage. Wenn ich jetzt seinen Namen sozusagen suche, finde ich dann vielleicht noch irgendwie bei derselben Adresse noch die Frau oder dass wir da gleich Frau, Kinder, Familie, Großonkel, Großtante und so weiter reinlaufen? Das ist allerdings eine sehr berechtigte Frage. Nee, der lebt allein. Okay, schon besser. Sehr gut. Dann müssten wir erstmal auf dieses Betäubungszeugs abwarten, oder? Ja. Von dem ich nichts weiß, natürlich. Richtig. Aber darauf müssen wir warten. Gut. Dann wissen wir schon mal, wo er wohnt. Wir wissen auch schon, in welcher Wohnung er wohnt. Müssen wir einen Abend vorher bevor wir einbrechen, müssen wir ihn dann besuchen. Wieso so kurz vorher? Ja, aus Gründen. Okay. Nee, wir können auch schon vorher besuchen. Nee, ich frag bloß, also ich meine, dass wenn du nicht 8 Stunden brauchst, ihn kaputt zu machen, kannst du das ja irgendwann abends machen und dann pennt der tatsächlich ja auch erstmal vom Lars und dann wacht er vielleicht nachts nochmal auf, wundert sich und pennt dann weiter oder so. Vielleicht ist ihm ein bisschen übel oder so, aber na gut. Andere Frage. Komme ich da vielleicht mit Konzernsicherheit, was er da vielleicht geändert hat, weiter oder hilft es gar nichts? Wie heißt denn die Wissensfertigkeit genau? Konzernsicherheit. Solange du es nicht siehst, nicht. Okay. Also wenn du davor stehst, dann kannst du vielleicht an dem Schloss, wenn er was geändert haben sollte, eine Veränderung erkennen, aber hast du noch keine Infos. Hätte ich doch. Ich war doch mit der Drohne drin. Dr-
drin? Ja, innen. Ja. Wieso warst du mit der Drohne drin? Ich dachte, du warst außen. Ich war in einem Gebäude mit der Drohne, falls du dich erinnerst. Richtig. Ach, du meinst jetzt in der Anlage? Ja, halt jetzt, in diesen Büros. Jetzt, ich dachte in seinem Wohnhaus, okay. Das sind alles Standardausführungen. Da sah es nirgendwo so aus, als hätte man es geändert, auch bei den Schlössern nicht. Okay. Sind die Schlösser sind aber alle standardmäßig mit, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, egal, mit Rekau-Adapter ausgestattet. Okay. Also eine andere Variante wäre ja noch, sich die Spinne schnappen. Das wäre wahrscheinlich für uns besser, würde mehr Chaos veranstalten und wir würden dieselben Informationen kriegen. Naja, die haben wirklich mehr als eine. Die haben ja eine 3-Stunden-Schicht. Hat eigentlich jemand von euch Sicherheitsprozeduren? Ja, bestimmt. Sicherlich, Moment. Ich habe Sicherheitstechnik. Sicherheitsprozeduren hat. Die hat Polizeiprozeduren. Okay. Sicherheitstechnik und Konzernsicherheit. Ich habe Taktik kleiner Gruppen. Naja. Du mit deinem Ghetto-Söldner Hinterhalts hier Döns brauchst ja auch nicht ankommen. Aber auch mal. Okay, passt. Okay. Ich glaube, ich hatte gesagt, die haben 3 Spinnen übrigens. Wäre das ungünstig, wenn eine dann einfach nicht auftaucht bei der Schicht, also wenn sie dran wäre? Na, mach doch mal bei der Logik minus 1. Da bin ich richtig gut. Nice. Ja, bin ich ja gut. Im ersten Moment auf jeden Fall. Schon, weil das Ding dann halt brach liegt. Und wenn sie, ich meine, sie könnten sich vielleicht sogar von zu Hause ins System einklinken. Aber höchstwahrscheinlich hast du dann schon ganz schön Lag. Oder sowas, also und sowas in der Richtung. Und dann würde einer von den anderen beiden angefahren müssen. Im schlechtesten Fall müsste er gerade besoffen von der Party wiedergekommen. Im besten Fall sitzt er nur vor der Glotze und steht auf und braucht da bestimmt eine ganze Weile hin. Sie werden dann auf jeden Fall ein System haben, dass man über die Sicherheitsleute viele Dinge manuell machen kann. Zum Beispiel auch manuell die Kameras auslesen und so ein Shit. Aber die sind A, höchstwahrscheinlich zumindest unerfahren mit der Technik, wenn nicht unwissend. Es sei denn, sie proben wirklich drillmäßig einmal im Monat, wie das geht, was nicht so wirkte. Jedenfalls von dem Typen her nicht, vom Chef. Und nebenbei muss er die ganz normale Schicht weiterlaufen. Das heißt, es kann schon zu größeren Verwirrungen kommen, ja. Also bräuchten wir einfach nur einen Schichtplan oder arbeiten die immer zeitgleich, also immer zur selben Zeit? Nee, die haben einen Schichtplan und du hast ja mal irgendwie einen Tag lang mit der Drohne geguckt. Von daher wird er schon sowas in der Richtung haben, ja. Also persönlich fände ich jetzt sowas sinnvoller, weil es würde uns halt noch einen Vorteil besorgen. Stimmt. Und vielleicht, nur ganz vielleicht, können wir von ihm zu Hause sich einloggen. Um mal reinzugucken. Also, dass wir kurzzeitig. Aber dafür wollte ich mir Wecker. Ich meine, wie überwachst du dann, was er macht? Nee, also, lass mir schon das Passwort geben. Na ja, gut.
Dann bist du in irgendeinem System, Alter, wo oben und unten umgedreht wurden und keine Ahnung, also ich meine, du hast überhaupt. Hast du nicht vor ein paar Folgen diese Datei in den Papierkorb gezogen und gesagt, das muss doch reichen? Sicher. Ja, du in so einem Spinnensystem, da sehe ich dich. Ja, aber so. Dieser rote Knopf da, den muss man drücken, oder? Xu hat Ahnung. Das wäre mir neu. Xu hat voll die Ahnung. Er kennt sich voll gut mit Computern aus. Ich werde das im Vergleich. So. Xu, du hast Ahnung, oder? Ich habe Ahnung. Sicherlich. Von was? Naja, wenn wir uns ganz. Also, wenn wir uns gut anstellen und das Passwort kriegen von der Spinne, dann können wir eventuell schon mal auf ein oder zwei Kameras zugreifen und gucken. Von intern. Ja, von ihm aus, quasi. Das kriegst du doch bestimmt gewuppt, oder? Naja, es kommt halt drauf an, ob man zwei Zugriffe überhaupt erlaubt. Naja, du bist Admin dann. Also ich sag mal so. Wenn das System standardisiert aufgebaut ist, findet man sich da schon zurecht. Wenn nicht, ich meine, du hast Computer 3, das ist nicht ganz schlecht, aber Und zweitens, wisst ihr halt überhaupt nicht, was da die Anmeldeprozeduren sind. Ob die noch standardmäßig irgendwas machen, wenn die sich außerhalb ihrer eigentlichen Schicht einloggen oder so. Ob sie da irgendwas sagen, erzählen, abgeben, signalisieren müssen oder so ein Shit. Also. Okay. Ich meine, das ist dann halt schon High Risk, High Reward. Eben. Wenn wir ihn so lange foltern, dann vielleicht wird das uns dann zulassen. Ach ja, stimmt, diese Folter, die hatte ich ganz vergessen. Ja, aber das sollten wir auf jeden Fall auch zum Tag des Zugriffs machen. Das wäre sonst irgendwie richtig dämlich. Ja, klar. Fände ich aber cool. Wäre mal was anderes. Als hätten wir einen Hacker dabei. Ah, dann könnten wir auch im Nahkampf rein und alles platt machen. Ja, das könnte ich. Was wird denn eigentlich nochmal alles ferngesteuert von dieser Rigger-Zentrale sozusagen? Was ihr auf jeden Fall wisst, ist, dass sie natürlich Zugriff auf Kameras, Schlösser, Sensorik, falls vorhanden, und die Drohnen haben werden. Darüber hinaus kann es sein, dass sie halt alles steuern können. Klimaanlage, Lampen. Lampen wäre höchstwahrscheinlich, Beleuchtung wäre schon wahrscheinlich, dass sie dann Zugriff haben, ja. Die ganze Maschinerie, die Mülldrohnen, könnte sein, dass sie, obwohl es da ein extra Gebäude gibt, könnte es sein, dass sie das overriden können oder so ein Shit. Also echt eine Menge. Die Spinne kann ja normal für eigentlich, wenn es ein richtiges asoziales Ding ist, den ganzen Laden steuern. Wenn wir jetzt die Spinnen beobachten würden, ne? Was wir tun? Sieht mir eine ähnlich, zufällig? Nee. Schade. Mir? Das sind echte Russen. Nee. Oh. Das sind keine echten Orks. Oh. Ist das ein gefakter Orkball? Nein. Junge, diese drei Spinnen haben sogar einen universitären Abschluss. Denkst du, Unis, Orks, Moment mal. Manchmal also ich meine, passiert das kommt schon vor, ja, aber solche werden dann trotzdem nicht von Rabotnik eingestellt. Sonst kommen die anderen Orks, die dort arbeiten, nur auf dumme Ideen. Immer diese Orks und ihre Ideen. Und dann wollen die nicht mehr das Klo putzen oder so. Ich meine, das geht doch nicht. Naja, das sollte man denen echt nicht zeigen. Ja, auf jeden Fall fände ich das wirklich eine gute Idee. Ja. Ich besorge mir gerade Droge, die das Gedächtnis löscht. Okay. Dann können wir den halt wirklich foltern, beziehungsweise an die Seite nehmen und dann passiert nicht mehr was unbedingt. Und wir müssen ihn nicht einfach
Nicht unbedingt. Wie nicht unbedingt. Naja, wenn er irgendwie trotzdem sich irgendwie eine Erinnerung schreibt, irgendwie in einem Kurzspeicher oder sowas, da hilft ja die Droge nichts dagegen. Ja, wir lassen ihn ja nicht, also wir lassen ihn ja nicht an kein Comlink mehr. Ja, das davon gehe ich aus. Aber Ich so, dann kann er sich auch nichts schreiben. ja. Alles gut. Das Problem ist, nur was ich damit habe, ist, dass Jojo das nicht mag. Die würde lieber jemanden töten, als ihm die Gedanken zu löschen. Es klingt jetzt etwas komisch, ich weiß. Aber das hat was mit ihrer Magie zu tun. Okay, ich frage nicht weiter nach. Genau. Dementsprechend darf Jojo das nicht wissen. Dann haben wir das einfach geklärt, dann ist gut. Sie wird dann das verstehen, was sie verstehen möchte. Dann müsstet ihr sie natürlich in dem Moment davon überzeugen, dass sie schon mal gehen kann, während ihr den Typen erschießt. Ja, der muss ja nicht kommen. Sie muss ja nicht kommen. Das stimmt. So, dann würde ich mal vermuten, dass wir den allen drei Guys sozusagen sie verfolgen und mal gucken, wo die wohnen. Oder? Die anderen Die für werden. deren Chips und so, ihr haben wir, das habt ihr ja schon gemacht, ne? Bei denen hattet Ja. ihr schon die Buden ausgespäht. Das hatte ich bloß gesagt, ihr habt's gemacht, wir haben das nicht ausgespielt, weil irrelevant. Oder wir machen eine Datensuche nach denen. Ja, also ihr habt die ja schon ausgespäht. Naja, ich meine, nach den Spinnen. Ach so, nach den Spinnen. Ja, nein. Wir fahren persönlich hinterher. Ach so, ja. Ja. Wie viel Erfolg hattet ihr vorhin? 10.000, ne? 10 Drei. Millionen, ja. Ja, es sollte reichen. Sehr gut. Ja, die sind ja auch fertig von ihrer Arbeit und ja. Ja, in den 2 Tagen, wo du jetzt noch auf deinen Stuff wartest, habt ihr sogar die Zeit, die arbeiten hier mal eine Weile. Sehr Die gut. werden ähnlich wohnen wie er. Wie lange arbeiten die? Jeweils 8 Stunden. Okay. Aber bei denen merkt man, dass die schon individuell nochmal nachgebessert haben und dass sie ein bisschen paranoider sind und so ein Shit. Die wirken Okay. einfach wie Leute, die das wirklich beruflich auch gelernt haben und zumindest das Grundmaß an Paranoia haben. Die sind nicht, die vermuten nicht, dass ihnen das passiert. Das passiert den Leuten im Fernsehen, verstehst du? Aber die haben trotzdem zumindest so viel Ausbildung genossen, dass ein paar Dinge in Fleisch und Blut übergegangen sind und die haben ein bisschen nachgebessert. Mindestens einer von ihnen auch hochgradig selbst, also nicht die Standardsachen, sondern der muss da improvisiert haben, der muss da offenbar auch Energie und Zeit rein investiert haben. Und wie würde diese Investition aussehen? Dass er Modifikationen an Schlössern und an seinem Wagen vorgenommen hat, vielleicht sogar an den Kameras, die eigentlich nicht ihm gehören, am Haus. Was genau ist aber nicht klar. Und man vermutet natürlich, dass er das war, weil ich sag mal, wenn an den Kameras rumgeschraubt wurde und an seinem Auto und an seinem Schloss, dann könnte man ja schon mal, also dann ist ja schon mal, ne? Ja, das könnte schon sein. Den werden wir also nicht nehmen. Und was lernen wir daraus? Immer besser aufpassen. Genau. Warte mal. Wie hat er seine Karre ausgestattet? Das interessiert mich. Ist nicht ersichtlich. Also, ach, du bist ja so ein Rigger. Ja, es könnte so sein. Ja, warte mal, da machst du mal Fahrzeugmechanik und Wahrnehmung. Moment. Okay, er hat die Standard-Diebstahlsicherung, die bloß laut macht und Alarm auf den Comlink schlägt,
erweitert durch irgendeine Funktion, die was mit einem Drohnenfach zu tun hat, das in deinem Wagen installiert ist. Für kleine, ungefähr faustgroße Drohnen. Und er hat auf jeden Fall das eigentliche Schloss nochmal verbessert an seiner Kiste. Und die Sensorik ist auf jeden Fall gepimpt. Es wäre ja schade, wenn dem Auto was passieren würde. Das stimmt. So plötzlich, so ein Tag, so 3 Stunden bevor wir da reingehen oder so, wenn das Auto weg wäre und er dann nicht mehr zur Arbeit könnte. Ja gut, dann kann er immer noch irgendein die U-Bahn nehmen oder so. Ja, aber der schläft doch währenddessen. Ach so, das meinst du. Dann verstehe ich nicht genau, was du meinst. Wir klauen ihm sein Auto, er kommt nicht mehr auf die Arbeit und kann dann, muss sich sozusagen daheim einloggen. Ja. Das wäre der Sinn dahinter, Anführungszeichen. Und ich hätte ein Auto. Ja. Aber wie willst du dich? Du willst, dass du dich dann als er ausgibst und sagst, meine Kiste wurde geklaut, ich muss mich von hier einloggen. Nachdem du ihn quasi gelast hast. Nee, wir holen uns den Typen, der als nächstes bei der Schicht dran ist. Den Ja. betäuben wir, so dass er nicht zur Schicht geht, ne? Ja. Und löschen ihm sein Gedächtnis. Und dann als nächstes schnappen wir uns dem einen Guy sein Auto, während er schläft. Ja. Zerstören das und fahren dann zur Fabrik und dann Attacke, Attacke, während der andere heimgeht. Okay, dann habt ihr quasi die Leckspinne. Jo. Okay, alles klar. Boah. Es ist voll konkret, ist ein guter Plan. Aber ist das nicht ein bisschen viel? Obwohl Jojo könnte das Auto klauen und fertig machen und so, während wir beide uns um den anderen kümmern. Ja, irgendwie ist da was mit einem speziellen Drohnenfach. Also irgendwie vermutlich irgendeine Drohne, die eingesetzt wird, wenn das Auto aufgebrochen wird. Also sollte sie da schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, aber das kriegt sie ja wohin, denke ich. Hoffentlich. Notfalls kann sie einmal mit der Monofilamentkettensäge durch den Reifen gehen. Wenn ich unbedingt durch den Reifen, aber irgendwie, irgendwas kriegt sie ja wohl hin. Direkt durch Motor. Oder einfach ein paar Straßenkids dafür bezahlen, dass sie das Auto irgendwie demolieren. Ja, Straßenkette sind nicht effektiv. Ja, stimmt auch wieder. Also das Teil sollte sozusagen es sensorisch aufgerüstet. Und hat eine normale Wegfahrsperre, die auf seinen Comlink verbunden sein sollte. Und halt dieses Drohnenfach. Und es ist noch ein neues Schloss angebaut. Oh. Naja. Eine andere Variante wäre, während der Typ nach Hause fährt, und zwar derjenige, knallt irgendjemand von uns den im Vorbeifahren ab und solange haben wir uns den anderen geschnappt. Bis die Polizei reagiert und wissen, dass es einer von denen ist, sind wir schon längst über alle Berge und sind am Werk. Ein bisschen lauter, ja. Das ist mir Randale-Kids doch wesentlich lieber. Ja, stimmt auch wieder. Ach ja, ich hoffe, ihr habt Gasmasken, ist ja immerhin noch ein Chemiewerk, nicht, dass irgendwie wir dieses Zeug reinkippen und dann kommt irgendwie so ein riesiger Gas, was auch immer raus oder das ganze Teil explodiert. Ja, das ist. Sind meine Bedenken. Kann passieren. Jo. Ja, und da habe ich die Schutzmaske, haben wir auf jeden Fall. Na super. Hab mir auch sowas zugelegt. Das ist gut.
Also wir haben Filter da drin, ne? Keine eigene Versorgung. Glaube ich. Ich habe jetzt einen Eigenbau. Ach gut. Hält das denn auch? Ist professionell gemacht, also sollte eigentlich klappen. Okay. Ja, das entwickelt sich langsam, aber sieht nach einem soliden Plan. Ja, wir haben einen Fluchtweg, habe ich außerdem schon ausgekundschaftet mit Backup. Ausgeschaltet, was hast du das gemacht? Was? Ich war gerade abgelenkt, sorry. Wann du den Fluchtweg ausgeschaltet hast. Den habe ich letztes Mal, also vor, ich glaube, 2 Tagen ausgekundschaftet. Achso. Na ja, gut. Sollte eigentlich alles gut laufen. Solange die nicht irgendwo anfangen zu bauen. Ja, das ist. Aber das kriegen wir hin. Also, ich denke, das ist vielleicht noch. Ja, das behalte ich im Auge. Das ist ja ein Traum. Plan, wenn alles falsch läuft. Kompletter Rückzug. Falls jemand angeschossen wird, bräuchten wir vielleicht noch was. Irgendwie Möglichkeit, uns wieder zusammenzuflicken. Nicht, dass wir wieder zu Ding gehen müssen. Wir Zu. haben eigentlich immer erste Hilfe passend und so da vom Auto. Für die wichtigsten Sachen hilft das. Ja, meistens. Letztes Mal waren noch ein bisschen sehr viel. Ja. Gut. Wir können sogar Zugangscodes von dem Typen kriegen, vielleicht von der Tür. Ja, eventuell. Was ist eigentlich mit den Reifen von dem Typen? Könnten wir die einfach kaputt schießen und der würde dann einfach oder einfach mit dem Messer hingehen und die Reifen kaputt stechen? Ja, es sind keine unkaputtbaren. Nice. Also müssen wir nicht unbedingt mit der Kettensäge an den Motorblock. Nee. Was aber lustiger gewesen wäre. Das stimmt, aber ich kann nicht erwarten, dass ihr Stilpunkte sammelt. Kriegen wir Bonuskarma? Nee. Okay. Oh. Aber wenn ihr die Kettensäge benutzt, dann kriegt ihr ein Kopfschütteln und einen verzweifelten Aufschrei von mir. Das würde ich gerne sehen. Fast. Also, du hast mich fast. Nanu? Hallo? Hallo? Ah, deswegen habe ich dieses. Hallo. Piplumette ist da. Ja? Guten Tag. Guten Tag. Ich wurde schon gebrieft. Macht einfach weiter. Sehr gut. Okay. Jetzt hast du uns aber aus dem Konzept gebracht. Also, Ja, absolut. wir können das Auto kaputt machen, dann nimmt er sich entweder ein Taxi oder nimmt er quasi U-Bahn. Oder macht das von zu Hause aus. Dumme Frage. Aus was besteht seine Tür? Wenn wir wissen, dass das Schloss verbessert ist, dann, na, wissen wir auch raus, was die Tür ist, oder? Hartplastik. Sicherheitshartplastik. Naja, könnten wir vielleicht so ein bisschen was davor stellen. Vielleicht. Ja, aber Haustüren, also Wohnungstüren gehen eigentlich immer nach innen auf. Na, stimmt auch wieder. Verdammt. Naja, manche. Die Alle meisten. fast. Die schweißen wir einfach zu. Ich glaube, das wäre doch sehr auffällig, wenn ich mal aus der Wohnung rauskommen würde.
Ich meinte natürlich, dass das Haustür und Wohnungstüren immer nach außen aufgehen. Das stimmt ja. Aber, ich habe mich jetzt nicht rückversichert, aber wenn er was davor stellt, dann fällt das vielleicht den anderen Hausbewohnern auf. Mhm. Das die Möbelpacker waren wieder das, also natürlich gehen die nach außen auf, das war mal völlig klar. Ich war schon in 48.000 Wohnungen, Junge. Und du hast schon 3 Millionen Wohnungstüren auf und zu gehen sehen. Hm. Er ist ja auch professioneller Doors-Spieler, wissen wir ja. Das stimmt nämlich. Der muss es wissen. Kann mal passieren jetzt hier. Er wollte uns nur testen. Wie weit werden die nächste U-Bahn von dem Typen entfernt? Wird es einen Moment dauern oder? 10 Minuten. Ja, ein Zeitfenster von 10 Minuten wäre schon mal was wert und dann muss er auch noch hinfahren. Und warten, bis eine U-Bahn kommt, also. Ja. Das könnten wir auf jeden Fall so machen. Stellt er irgendwie an immer demselben Platz der Auto ab oder und ist da auch zu filmen? Ja, der hat einen eigenen Parkplatz für seine Butze. Ist da eine Kamera drauf ausgerichtet? Auf dem Parkplatzeingang, aber da kann man als, also wenn du nicht durchfahren willst, kannst du dich auf jeden Fall als Mensch durchdrücken. Okay. Ja, das sollte kein Problem sein. Und wird auch nicht bewacht, oder? Nö. Nice. Okay, der erste Teil des Plans steht. So, das finde ich auch. Den anderen Typen nehmen wir uns. Machen wir das wie besprochen. Ja, es sind halt 3 Typen. Also müssen wir es am Ende der Schicht machen. Wissen wir, wann die Schichten enden, natürlich, oder? Den dritten, der kommt ja gerade jetzt von der Arbeit, der wird dann in der U-Bahn sitzen oder unterwegs sein. Den wird man nicht sofort anrufen. Ja, das sollte der Typ sein. Am besten, der als nächstes dran wäre, wäre der Typ, den wir betäuben. Genau. Den wir ausschalten. Ja, also müssen wir den sozusagen in der Nacht währenddessen erwischen. Genau. In dem anderen schalten wir das Auto aus, ob der nicht so schnell hinkommt. Der eine ist in der U-Bahn. Und dann Feuer, Feuer, go, go, rein, drauf da. Und dann dran, drauf, drüber. Finde ich einen soliden Plan. Und am besten noch rausfinden, ob wir da irgendwie... Ob wir Fingerabdruck, Stimmsensor, keine Ahnung, was auch immer, Gesichtssensor, irgendwas brauchen. Genau, das kriegen wir von dem Sicherheitsdude. Wenn wir irgendeinen Superscheiß brauchen, dann haben wir nur den Typen betäubt bis jetzt und der vergisst eh wieder alles. Dann brechen wir es sozusagen ab, weil wenn er jetzt sagt, wir brauchen irgendwie Speichelprobe, keine Ahnung. Genau, gut. Ja, das ist okay. Aber wie gesagt, über das letzte Thema müssen wir nicht mehr reden. Das dann können wir uns auch nicht mehr verquatschen. Jo. Gut. Noch jemand Anmerkungen? Nein, wir können ja erstmal zu Jojo gehen jetzt. Okay, mal gucken, ob es dir besser geht. Ja, wir fahren ins Ganghaus und hoffen, dass Jojo wieder besser geht. Er kommt an. Wie geht's ihr denn so? Ist ihre Diarrhoe beendet? Wirken die Medikamente dagegen? Ich glaube, die ist noch nicht da, meiner. Ach so. Okay. Wer, wie, was, wann, wo? Wir fragten, ob deine Diarrhoe beendet ist. Hä? Was passiert, wenn jemand nicht rechtzeitig da ist in dieser Runde?
Durchfall. Genau. Ach so? Jojo kann sich dem auch nicht entziehen. Ist ja okay. Nö, offensichtlich nicht. Das heißt, ihr kommt bei ihrem Zimmer an, steht davor, wollt anklopfen und ihr hört von innen nur ein Plätschern. Oder wie soll ich das verstehen? Vermutlich werden die das nicht hören, weil da nochmal eine Tür zwischen ist, aber ist ja egal. Wenn das laut plätschert, Junge? Hä? Das war nicht ernst gemeint, chill mal. Wenn die wirken, die Medikamente immer noch nicht. Jojo ist unpässlich. Hm. Ja, was machst du denn überhaupt hier? Weiß ich nicht, wurde gerade zurückgerufen. Ich wollte in die Küche und mir Essen holen. Das ist nicht erlaubt. Die spielt einfach Internet-Rollenspiel seit 2009, aber weiß noch nicht, dass man dann AFK in den Chat schreibt. Insane. Seltsam. Entschuldigung, ich war gerade nicht Teil der Szene und so wie ich das verstanden habe, habt ihr gerade was vor, was ohnehin nicht kompatibel ist. Nee, so einen unprofessionellen Scheiß müssen wir uns hier gar nicht mehr geben, AFK. Nee. Nein, also die Szene hat, das hat durchaus was, ist kompatibel mit Jojo, das Problem ist, sie darf davon noch nicht erfahren. Und das muss halt später passieren. Ah. Okay. Gib mir noch 2 Minuten und dann bin ich da und dann ist Jojo wieder pässlich. Die ist gerade was besorgen, keine Ahnung. Kurz weg. Ja, wahrscheinlich Jojo ist kurz AFK. Auf dem Klo. Oder so. Ganz offensichtlich. Wie viel Monet das habt ihr eigentlich jetzt schon ausgegeben von dem dicken Batzen? 4 oder 4, oder? Würde ich sagen. Müssen das bis jetzt sein? Nicht viel, nee. Erzähl mal. Ich habe jetzt noch 66.700 auf dem Konto. Dafür. Plus den 10.000. Der Herr hat ein Konto. Plus mein 10.000. Nee, hat. Wie viel Geld habt ihr bekommen? Also ihr habt 20.000 jeder von Jegor und vorher habt ihr ja schon mal irgendwann anderes Geld bekommen. Und dann noch das Geld in der Bank? Genau. Da war auch Geld drin, achso, okay. Aber die 20 von Jegor haben wir doch alle zusammengetan, oder? Ja, genau. Ja, genau, das sind ja die 60.000 plus. Ich wusste nicht mehr, wie viel ich euch vorher immer mal so gegeben hatte. Ich hab doch nicht so den Überblick. Ja, also in der Gruppenkasse habe ich jetzt noch 66.700. Okay. Und für mich privat habe ich 11.000 gerade. Hast du da schon die weiteren 3.000 für Zwiebel rausgenommen oder nicht? Noch nicht. Okay, gut. Also für Zwiebel habe ich noch gar nichts rausgenommen. Weil. Ach, aha! Ich bin dazu noch nicht gekommen. Oh. Ne, 3.000 habe ich. Ich kann euch einfach nicht mehr vertrauen. Ich muss jetzt auch Buch führen und dann werden ganz merkwürdige Dinge herauskommen. 3.000 habe ich jetzt gerade rausgenommen. Also haben wir noch 63.700 Euro gekostet. Wieso 3? 4,5? Insgesamt mit ihrer Anzahlung oder nicht? Ja, aber die 4,5 habe ich, die anderen habe ich bezahlt. Okay. Aber jetzt habe ich sie bezahlt, so, dann ist sie schon mal weg. Ist alles zur Verwirrung, Sisse, deswegen führe ich nicht Buch. Deswegen spiele ich auch nicht mehr. Ich bin immer unsicher. Karma, habe ich da jetzt 1 oder 40? Hast du jetzt $10 bekommen oder 10.000? Wie lange hatte ich mein Lebensstil schon bezahlt? Hier steht minus 10 Monate. Das kann aber auch nicht richtig sein, oder? Ich habe den Spieler doch ein bisschen betrogen. Ich mache einfach aus. So passt das hier. Alles safe. Ich wollte es ja nur wissen. Okay. Ja, gut. Okay, dann, ja. Genau, dann, hätten wir, glaube ich, soweit alles vorbereitet, bis wir loslegen können. Oder fehlt mir noch irgendwas ein? Wir wollten halt Jo jetzt noch den Plan erklären. Ihr könnt mir ja schon mal sagen, was ihr plant, für Waffen mitzunehmen, wenn es dann richtig losgeht.
Also Messer. Ja, Messer. Und ich hätte gerne eine Pistole dabei. Bip. Welche denn? Die Auswahl ist ja erschöpfend, soweit ich weiß. Ja. Hätte gerne meine Zestava dabei, die beste Waffe der Welt. Warum haben wir eigentlich eine Ausrüstungsliste mit 774.000 Pistolen? Blut. Vielleicht, weil jeder eine Pistole dabei hat und sie immer eine Pistole mitnehmen, wenn sie jemanden killen. Das stimmt, aber zum Beispiel an der Stelle die Ares Lightfire oder wie wär's denn mit? Okay, das war's eigentlich an guten. Ja. Aber nein. Okay. Ihr hört die Spülung übrigens. Die Ares Lightfire ist dir zu leicht. Auf meinem Schirm. Achso. Ich würde mir vielleicht noch, wenn ich daran käme, vielleicht ein paar Flashbangs besorgen oder so Rauchgranaten. Jo, ich guck das mal nebenbei nach. Ja, das wäre super. Und wie gesagt, hier die Klospülung. Ja, wir warten, dass es besser geht hier bald. Demnächst. Ja. Ich sagte doch, Jo, ist wieder pässlich. Das war mein Hinweis. Ach so. Weil man dann ja fertig ist mit dem Geschäft, verstehst du? Ja, sie muss ja auch wenigstens aus dem Klo rauskommen, kann uns dann hier begrüßen. Hä, wieso? Die ist in ihrem Zimmer. Seid ihr etwa einfach in ihr Zimmer gegangen, ihr Arschlöcher? Sie hätte nackt sein können. Sie hat ein eigenes Klo auf dem Zimmer? Das hat jeder von uns. Auch du. Oh. Du hast sogar eine eigene Mini-Dusche in deinem Zimmer. Da wussten wir natürlich, dass wir nicht reinkommen. Ja, ja. Das ist, nice to know. Ich bin ja richtig luxuriös. Das ist ja... Ja, ja. Das ist richtig geil. Wir haben heute unseren logischen Tag. Dann würde ich klopfen. Hm? Mahlzeit. Na, hi. Wie geht's dir? Cool. Also besser als heute Morgen kacken hast. Den ganzen Tag. Was? Wirken die Medikamente? Nochmal, ich hab dich gerade nicht verstanden. Ich hab gefragt, ob es dir wieder besser geht, weil du den ganzen Tag ja kacken musstest. Ja. Sehr schön. Was lernen wir daraus? Essen Medikamente. Ist eine schlechte Angewohnheit. Medikamente nehmen hilft. Ich habe keine genommen. Dann bist du vielleicht mal ansteckend. Dann lass ich mich mal nicht in deiner Nähe bewegen. Wieso ansteckend? Ich habe einfach nur was Falsches gegessen, Mann. Mhm. Du weißt, ich muss da aufpassen. Möchtest du einen Mundschutz? Ja, ne? Willst du einen Kussmund drauf? Nein. Ich krame mir einen Mundschutz raus und stelle ihn an. Mach ihn an. Dieser Mundschutz gegen diese Schmierinfektion, die das meistens dann sein müsste, ne? Der hilft übrigens nicht. Doch, hilft er. Weil die Schmierinfektionen ja meistens daher kommen, dass du irgendwas anfasst und dir dann irgendwann mit dem Finger an den Mund gehst. Oder in die Augen, scheiße. Ach, halt dein Maul. Dementsprechend, ich bin geschützt vor Jojo. Du solltest dir lieber Handschuhe anziehen, so. Wenn du eine kleine Wunde an der Hand hast, dann bist du sonst nämlich auch am Kacken. Ha! Ja. So. Wir haben einen groben Plan, beziehungsweise zwei weitere Aspekte unseres Plans ausgearbeitet. Und zwar? Und zwar, wir wissen, wo der Sicherheitsdude arbeitet, der Sicherheitschef, beziehungsweise nicht arbeitet, sondern wohnt. Aber haben uns überlegt, dass wir viel besser eine der Spinnen ausnocken können, beziehungsweise zwei. Was wollt ihr mit denen machen? Den einen wollen wir ausschalten, den anderen wollen wir dazu bringen, dass er nicht ganz schnell in das System kommt. Von lokal. Während die dritte Spinne nach Hause fährt.
Genau. Und die einfach mal befragen können, also die eine Spinne, die wir beide uns kümmern werden dann, fragen wir einfach mal aus, inwiefern da Sicherheitsmaßnahmen sind und so weiter und so fort. Ja, und wie willst du das anstellen, ohne dass die, dann müssen wir halt sofort rein. Ja, ohne mit dem letzten Typen geredet zu haben. Mit dem wir noch reden wollten. Wir brauchen noch einen Chip. Ja, das machen wir vorher. Ja, danach gehen wir direkt zu dem anderen Guy und dann Attacke, Attacke. Kriegen wir das denn zeitlich koordiniert? Sollten wir eigentlich. Sollten wir oder kriegen wir? Kriegen wir. Kriegen wir. Wenn zwei von uns, also wir beiden beispielsweise jetzt zum Spinne 1 fahren und jemand sich um die Spinne 2 währenddessen kümmert. Genau. Deswegen haben wir uns aufgeteilt. Wie wollt ihr Spinne 1 oder Spinne 2 oder wer auch immer was uns dann davon abhalten, sofort irgendwen anzurufen? Sofort so lange festhalten oder was? Merkt das keiner? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ihr scheint euch gekümmert zu haben, deswegen frage ich. Also, Spinne 1, um die beiden, die wir uns kümmern, den cachen wir uns und sorgen dafür halt, dass wir mit ihm reden können. Spinne 2, wirst du einfach nur das Auto demolieren, dass halt nicht so schnell zur Arbeit kommt. Dementsprechend, der kann einfach die Räder abstechen. Ganz genau. Einfach. Einfach ein bisschen Randale-Kit. Da wird er noch nicht wirklich Verdacht stöpfen, weil er ist ja sowieso nicht dran mit Arbeit und so weiter und so fort. Das macht ja keinen. Und wie haltet ihr jetzt die Spinne, um die ihr euch kümmert, davon ab? Vor allen Dingen, wenn das alles zeitgleich... Wir haben einen Störsender. Das heißt, ihr fesselt den, lasst den in der Wohnung sitzen, habt einen Störsender, okay. Genau, wir unterhalten uns mit ihm, haben keinen Zugriff, er hat keinen Zugriff auf seinen Comlink. Wir befragen ihn. Wenn ich Spinne 2, währenddessen, wenn ich dafür sorge, dass Spinne 2 zu spät wir geben zur Arbeit dir, kommt, das wir war geben der Plan, dir ein Signal. Oder? Ja, wir geben dir ein Signal, wann du den ausschalten sollst. Und Spinne dann 2 ist nicht auf dem Weg zur Arbeit. Also Spinne 2 ist der, der als Reserve, also es ist ja ein Drei-Schichten-System. Ja. Einer arbeitet, einer sollte die nächste Schicht übernehmen und wenn der nicht kommt, greift man ja normalerweise auf den zurück, der eine Freischicht hat. Ja, der Typ, der sozusagen wieder zur Arbeit gehen sollte, der ist unser Typ, der stirbt. Nachdem wir ihn befragt haben. Und du du hältst einfach nur den dritten auf, dass er halt nicht so schnell dahin kommt. Ja, aber wie soll ich den denn aufhalten? Also entweder ich sorge dafür, dass er ins Krankenhaus kommt, was ich nicht weiß, ob ich das alleine schaffe, weil wenn er sich ins Auto setzt und dahin fährt, habe ich schon ein Problem. Ja, deswegen, wenn er sich ins Auto setzt, also du machst das natürlich eher, als dass wir da reingehen. Also der Plan ist halt, wir machen, halten Typ 1 auf, also bringen halt Typ 1 um, du stichst die Reifen kaputt, der Typ, der da arbeitet, arbeitet noch da. Schicht endet, Typ geht nach Hause, fährt nach Hause mit seinem Auto, ungefähr auf halben Weg sollte dann der andere Typ ankommen und seine Schicht übernehmen, ne? Und das bedeutet, er ist halb daheim und muss dann wieder umkehren. Und es eröffnet uns ein 10 bis 15 Minuten großes Zeitfenster ohne Überwachung von Kameras. Ja, aber ihr seid dann doch noch von den anderen. Also noch bei dem anderen. Das Problem ist, das funktioniert auch nicht, weil man übergibt seine Schicht ja immer einen jemanden. Das heißt, wir müssen den Typen foltern und so weiter und so fort, bevor die Schicht endet. Und du musst die Reifen zerstören, bevor die Schicht endet. Aber dann muss ich mehr tun, als nur die Reifen zu zerstören. Wenn man zerstörte Reifen hat, setzt er sich ins Taxi, in die U-Bahn, in keine Ahnung was. Das ist ja etwas, was ihn ja aufhält. Eine U-Bahn braucht länger als das Auto und das Taxi auch. Okay. Wir wollen ihn einfach nur aufhalten. Und wegen 5 Minuten Verspätung wird jetzt nicht die Personalabteilung direkt anrufen und sagen, Spinne Nummer 2, komm mal bitte her. Okay, dann müsste das aber alles schon ziemlich zeitgleich passieren und dann innerhalb eines recht kurzen Zeitfensters. Ja. Ich verstehe langsam, was ihr meint. Dann müssen wir aber alles
punktgenau vorbereiten, ansonsten schaffen wir das zeitlich nicht, weil wir auch noch dahin müssen, ne? Das kostet ja auch nochmal Zeit und wir brauchen da ja vielleicht auch nochmal einen Puffer von ein paar Minuten, weil mal irgendwer kommt und wir mal uns 5 Minuten irgendwo verstecken müssen, weil XYZ gerade seine Runde dreht oder sowas, die wir abpassen müssen. Das kommt ja auch noch alles dazu. Wisst ihr eigentlich, was da der gemeine Feind vom Autoreifen ist? Das Messer. Nee, der Maulwurf. War jetzt zu kryptisch, ne? Ja. Wenn ihr euch aufteilt und so weiter, müsst es halt besser abstimmen, als wenn jemand eine Drohne, die bohren kann, hätte. Boah, das wäre wirklich geil. Gute Idee. Danke, Chef. Also setze ich sozusagen die Drohne aus und während wir bei dem Typ sind, bohre ich dem seine Reifen an. Und zwar alle oder mindestens 2, dass er stehen bleiben muss unterwegs. Sein Auto stehen lassen muss. So nicht zur Arbeit kommt. Hat er denn Reifen oder hat er Vollgummireifen? Er hat Reifen. Ja, okay, das soll dann kein Problem sein. Spielleiter, wie läuft das ab bei der Schichtübergabe, ne? Geht der eine rein und der andere kommt raus? Oder? Nee, also ich meine, du sagst ihm schon einmal Hallo. Also du hast es nie erlebt, dass einer kam und der andere zeitgleich rausging, sondern der ging immer 2-3 Minuten später, als der andere kam. Das ist ja, anders funktioniert die Welt ja gar nicht. Arbeitsplatzübergabe und so. Sachen, was sagen, dass Phase ist und so weiter und so fort. Nicht, dass jemandem die Karre stehen bleibt und dann deswegen 10 Minuten, 15 Minuten keine Spinne da ist. Das wäre echt ganz schön scheiße. Ja. Es würde es komplizierter werden, wenn wir den noch vergiften würden, oder? Ist es nicht eigentlich leichter? Einfach nur rauszufinden, was wir machen müssen, damit die nicht sofort auf uns aufmerksam werden. Ja, schnappen wir uns ein. Als 3 Typen gleichzeitig kaputt zu machen. Naja, ist jetzt nicht viel Arbeit, die Reifen anzubohren und einen Typen zu schnappen. Es wird halt trotzdem für Ablenkung sorgen. Aber nicht viel. Und von der Spinne bekommen wir auf jeden Fall mehr als von dem Chemiker-Dude. Ja. Der Vorteil, den ihr habt, wenn ihr das macht, was ihr bisher geplant habt, ist dann, dass dort auf jeden Fall eine Spinne sitzt, die schon 8 Stunden im Dienst ist. Okay. Und ich glaube, dass 8 Stunden Matrix hochgradig anstrengend sind. Ja. Selbst wenn du nur chillst. Naja, und das ist ja nicht wirklich chillen. Ja gut, wer weiß, was die da machen. Aber selbst wenn du 8 Stunden VR bist, dann ist da dein Körper und dann sagt dann einfach, halt's Maul, du hässliches Schwein. Der schläft dann einfach ein. Ja, das wäre halt... Ja, wenn wir... Ja, machen wir es einfach so, wie wir es jetzt gedacht haben. Sollte jetzt eigentlich nicht, ne? Eben. Es wird auf jeden Fall jemand da sein und natürlich ist das... Sagen wir es mal so, jetzt gegen eine müde Spinne anzukämpfen, ist leichter als gegen eine nicht müde. Wir sollten trotzdem noch rausfinden. Was wir machen müssen? Ja klar, also das ist, deswegen befragen wir die eine Spinne ja. Okay. Dann haben wir... wenn wir Glück haben, 8 Stunden oder 16 Stunden Zeit. Den jungen Mann zu befragen. Nee, nicht nur, sondern auch, um dann das gegebenenfalls zu leisten oder uns zu besorgen, was wir tun müssen. Ja.
jetzt müssen wie sieht denn der Typ aus, den wir uns jetzt ausgesucht hätten? Inwiefern? Also erstmal weiß ich noch nicht genau, Körpergröße. Habt ihr den ausgesucht, der speziell ist, oder die anderen beiden, die nicht so speziell sind? Die sind die nicht so speziell. Der Spezielle, den machen wir sein Auto kaputt. Okay, gut. Ja, ja, stimmt, ja, das war ja die Karre. Na, einer von den anderen, keine Ahnung, wie der aussieht. Normal. 1,60 bis 1,90 groß, braunblonde Haare. Na, was ist denn der Schnitt? 1,70 und keine Ahnung, 70 Kilo oder so ein Shit? Okay, dann. Circa. Also, eigentlich von meiner Sicht aus ist alles geplant. Einschübe. Nö, wo müssen wir hin? Was muss ich mitnehmen, um den Typen zum Reden zu bringen? Na, das sind Studenten-Fuzzis oder so, die werden jetzt nicht die ältesten Dudes sein, denke ich. Studenten. Ja, ehemalige. Na, aber die haben schon Matrix-Sicherheit studiert und nicht. Ja, obwohl doch sind. Ja, du hast recht. Das sind jetzt keine Sicherheitsficker, also. Na gut. Also die Schulmädchenuniform. Seien wir lieb. Und die Peitsche. Also, was wir als erstes machen, ist sich das Comlink von dem Typen schnappen und irgendwie schauen, ob der irgendwas intern eingebaut hat für Alarm. Wäre wichtig. So. Dann würde ich sagen, warten wir ab. Juri. Am nächsten Tage würde ja Kaban das Lars holen. Ja. Kriegst du auch. Sehr gut. Triss dich mit Zwiebel, gibst du ja nochmal 3K easy. Nochmal 1,5K easy. Ich sag mal, die Injektoren sind natürlich nicht auseinanderzuhalten. Deswegen hat sie die beschriftet mit dick, dünn und schön. Wobei schön natürlich die Zwergendosis ist, dick Trolle und der Rest ist der Rest. Super. Sehr gut, nice to know. Genau. Juri, habt ihr den Stuff? Folgenende. Ah ja, da noch ganz kurz, Jojo, wenn es dann richtig losgeht, welche Waffen gedenkst du mitzunehmen? Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen. Nein, wenn es dann richtig losgeht, in die Fabrik rein. Ach so, guck ich in der Pause. Okay. Afk. Man muss einfach immer wieder lernen, dass man einfach keinen Fick drauf geben sollte, was andere einem erzählen. Weißt du, Flummi war ja schon ein bisschen eher da am TS und hat halt, ne, nur gesagt, ja, ich muss noch mal was zu essen machen, so, und hat dann zugehört. Und dann redet man halt über die scheiß Haustür und die schreibt zwischendurch, Haustüren gehen doch immer nach außen auf. Und ich so, ja, boah, ich bin wieder mal dumm und die ist schon wieder klug. Ja, hier, 48.000 Mal berührt und so ein Kack. Ja, klar, die gehen nach außen auf.
keine Ahnung. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt einfach nicht. Also ich meine, meine jetzige Haustür geht nach außen auf, aber das ist die einzige. Oder so. Das ist einfach furchtbar. Man darf einfach nie darauf hören, was andere sagen. Das habe ich wieder mal gelernt. Ne? Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Schlawutzkis.